Ja, liebe Freunde, ihr seht es, euch erwartet hier heute leider nur ein Bild und mehr Bewegung wird es auch erstmal nicht geben vom Metro 2033. Zum ersten Mal überhaupt müssen wir ein Let's Play abbrechen. Es gab ja während der Aufnahme auch hin und wieder immer kleine Problemchen. In der letzten Aufnahmesession ist das Spiel mir dann die gesamte Zeit abgestürzt und mittlerweile lässt es sich auch gar nicht mehr starten. Ich habe jetzt eine Woche lang alles Mögliche ausprobiert, im Internet nach ganz vielen Lösungen gesucht, das Spiel deinstalliert und neu installiert, die Treiber aktualisiert, beziehungsweise ältere Versionen ausprobiert, aber es hat alles nicht sollen sein. Das Spiel will irgendwie nicht, wir können es dazu anscheinend auch nicht zwingen und deshalb müssen wir es jetzt hier erstmal abbrechen, denn mittlerweile hatte ich dann auch gesehen, dass andere Spiele sich jetzt auch gar nicht mehr starten lassen und da sage ich mir einfach, mein Gott, das ist irgendwie Quatsch, wenn wir jetzt hier alles Mögliche ausprobieren und dann laufen andere Spiele halt nicht, ne? Es soll irgendwie nicht sein, eventuell probieren wir später nochmal aus, wenn jemand Interesse hat, was für ein Problem denn jetzt hier vorliegt, kann er es natürlich gerne mal schreiben, dann werde ich da ein paar Informationen zugeben per PN und eventuell wird man denn doch noch irgendwie eine Möglichkeit finden, da ich aber schon ziemlich viele Sachen ausprobiert habe. Ja, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es in nächster Zeit weiterspielen werden, eher sehr gering. Ich habe aber natürlich von euch noch eine ziemlich große Wunschliste, was die Shooter angeht. Und dementsprechend denke ich mal, wird es kein Problem sein, jetzt hier in den nächsten Tagen dann einfach einen anderen Ego-Shooter anzufangen. Ich glaube, ich habe auch einen ganz guten im Visier. Und dann würde ich einfach mal sagen, es ist schade, dass wir jetzt hier erstmal nicht weiterspielen können. Aber dann werden wir eben ein bisschen Freude und Spaß mit einem anderen Shooter haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich einfach mal Tschüss. Habt vielleicht Spaß, wenn bei euch Metro gehen sollt, und dann könnt ihr euch überraschen lassen, was ich dann jetzt hier so rauskramen werde.